baue die Aufgabe mal nach. Was habe ich hier? Ich habe eine Überschrift 1, ich habe eine Überschrift 2 und einen Absatz. Bei der Überschrift 2 ist die Farbe auf jeden Fall geändert und der Abstand zwischen den Wörtern. Dieses Wordspacing hier. Bei einem Absatz habe ich geändert auf jeden Fall die Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben. Sprich dieses Letter Spacing. Deshalb rutschen die ein bisschen auseinander. Deshalb geht es raus von dieser Standardschrift. Beides baue ich jetzt mal nach. So, bisher habe ich so, alles in schwarz und in weiß. Als erstes gehe ich mal auf Überschrift 2 los. Für die Überschrift 2 möchte ich eine andere Farbe haben. Color, was haben wir? Irgend so ein Rostbraun oder sowas hätten wir gern. Naja, passt auch. Speichern, anschauen. Die Überschriften hatten eine andere Farbe. Jetzt möchte ich den Abstand ändern zwischen den Wörtern. Das erste Wort ist Überschrift, das zweite Wort ist die 2. Ich packe nochmal ein Wort dazu. Überschrift 2. Und mehr Text. Ihm gebe ich jetzt dieses Word. Spacing ein. Semikolon niemals vergessen. Wordspacing. Ich gebe hier jetzt einfach mal als Wordspacing 2 em mit. Bedeutet, er hält einen Abstand von 2 em von der Breite her. Von dieser Schriftart. Wenn ich es mir angucke, sehe ich hier 2, hier 2, hier 2, die rutschen weit auseinander. Das ist jetzt natürlich herzhaft ungewohnt vom Sichtding her, von dem, was man gewohnt ist. Würde man also normalerweise nicht machen, aber hier übertreibt man es einfach mal, zum zeigen, was geht. Was natürlich im Plus geht, geht natürlich auch ins Minus rein. Ich kann hier auch mal 0 em mitgeben, spaßeshalber. Dann rutschen die stark zusammen. Ich kann hier auch mal ein Minus mitgeben, minus 1 em. Dann rutschen die übereinander. Wenn man das stark genug macht, erinnert das irgendwann an den Kontoauszug hinten drinne. Viel Text übereinander, damit man nicht durchgucken kann. Lassen wir es mal bei 2 em. Und ich habe jetzt bei der Schrift nicht geändert den Wordspacing, sondern den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben, sprich den Letterspacing. Hier relativ leicht nur. Wenn ich jetzt sage, na, ich möchte es mit 0,1 geändert haben, wird es nicht passen. Warum? Amerikaner arbeiten nicht mit Nachkommastellen, sondern mit Nachpunktstellen quasi, also 0,1 em. Hätte ich hier ein Komma drin, wird es rot. Man sieht, irgendwas passt nicht, also darauf achten. Amerikanische Schreibweise, Punkt rein, gutes. Speichern, angucken und ich sehe, die Dinger halten leicht Abstand. Schon erkennt eigentlich so der normale Benutzer nimmer, was für eine Schriftart das ist und sagt, ah, sieht anders aus, da hat sich jemand Mühe gegeben. Also die Mühe war eine Zeile lang, aber das muss man nicht so laut sagen. Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich dran drehen kann.